Ja, hallo, liebe Leute, zur 37. Folge Farthest Frontier. Wir sind wieder in Moppy Town, das immer noch schwer gebeutelt ist von dem letzten Angriff. Wir lecken immer noch unsere Wunden, derer wir ziemlich viele haben. Sind jetzt aktuell im Winter und brauchen... Ja, müssen jetzt mal gucken, wie wir mit unseren Leuten zurande kommen. Ich kann nicht, wir haben 43 Arbeiter. Ich kann nicht 30 Leute im nächsten Jahr in Felder stecken und 6 Stück in Sammelhütten und 4 Stück in Obstgärten. Dann haben wir niemanden mehr. Wir müssen jetzt mal genau gucken, wie wir im nächsten Jahr mit unseren Leuten haushalten. Das könnte eng werden. Ich werde wahrscheinlich eines dieser Sägewerke vermutlich mal stilllegen. Da kriegen wir 6 Leute. Vielleicht können wir auch aus der Weberei 1, 2 rausnehmen. Aus der Töpferei lässt sich vielleicht einer rausnehmen. Ja, wir müssen mal gucken. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Die Fasswerkstatt muss eigentlich arbeiten. An Schmiede, Gießerei, Rüstungsschmiede können wir niemanden rausnehmen. Das brauchen wir ganz dringend. Vielleicht sparen wir uns auch nochmal eine Ziegelei. Wir müssen mal gucken. Möbel, ja. Auch die Bognerei wird weiterarbeiten müssen. Die Kerzen, da kann man nicht viel tun. Ja, wir müssen gucken, wie wir es machen. Wo wir Leute rausholen können. Ja, um irgendwie unseren Notstand hier über die Bühne zu kriegen. Das tat nämlich ziemlich weh. 40 Tote. Das war heftig. Ich denke, ich werde die neuen Felder hier erstmal nicht bedienen. Die müssen dann erstmal eine Weile brach liegen. Wir müssen ja jetzt auch nicht so viele Leute versorgen mit Nahrung. Das ist wohl, glaube ich, der einzige Vorteil, dass wir jetzt nicht mehr 340 Leute versorgen müssen, sondern nur noch 300. Aber ja, anders wäre es mir auch lieber. Das heißt, wir warten jetzt mal, bis der Winter durchgeht, gucken mal auf die Felder. Im Bauernhof nehme ich auch wieder einen raus. Da werden wir jetzt mal gucken, wie wir zu Rande kommen. Vielleicht werden wir auch nur noch an den Feldern Leute einstellen, wo wirklich Nahrung produziert wird. Und dafür halt wieder ein bisschen Fruchtbarkeit in Kauf nehmen. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Also, produziert sollen hier werden... Bohnen und Erbsen. Das heißt, wir stecken hier 2 rein. Hier sollte eigentlich Klee gemacht werden, hier auch. Ich glaube, da lasse ich die Leute erstmal raus. Wir werden hier, die hatten gerade Getreide auf den Getreidefeldern, stecken wir hier mal noch wen rein. Hier müssen 2 rein. Die neuen Felder lasse ich leer, habe ich gesagt. Hier wird Klee gemacht, das lasse ich mal leer. Genauso wie das. Hier wird Klee gemacht, lasse ich leer. Ja, wir stecken noch 2 Leute hier rein. Das muss erstmal reichen. Weil wir müssen auch noch die Sammelhütten besetzen. Da hilft auch alles nichts. Und dann gucken wir mal, wo wir stehen mit den Leuten, wenn wir das gemacht haben. Die Sammelhütte lasse ich erstmal leer. Da hat es eh nicht so viele Vogelnester. Ich nehme nur noch die hier in Betrieb. So. Dann gucken wir mal, wo stehen wir? Bei 3 auf 30 sind wir runter. Das ist natürlich sehr bitter. Dann werden wir noch woanders. Gebäude angegriffen. Oh Gott, jetzt haben wir wieder einen Bären. Der Jäger ist zu weit weg. Der Jäger ist in der Nähe. Der möge das mal bitte machen. Wartet, wir wollten noch ein paar andere Sachen machen. Ich will auf jeden Fall auf der Töpferei einen rausnehmen. Ich denke, aus der Weberei nehmen wir mal 2 raus. Wir legen hier unten mal das Sägewerk lahm. Ich denke, viel mehr können wir aktuell erstmal nicht tun. Bier, Bier, Bier. Wo haben wir denn Bier? Jetzt sehe ich es wieder nirgends. Hier, wir haben kein Bier. Okay, da müssen wir was tun. Ich werde noch eine Ziegelei stoppen. Ah, wir brauchen Leute. Wir brauchen Leute.
Jetzt werden wir erstmal das mit der Jägerin hier machen. Wie sieht der Stand jetzt aus? 41. Jetzt ist es zumindest mal wieder weiß. Jetzt können wir mal gucken. Dorfbewohner an Krankheit gestorben. Das es kommt alles zusammen, ne? Es kommt alles zusammen. Ganz übel sieht's aus. Ganz übel. Während der Bär sich hier an unseren Häusern vollfrisst. Die geht die jetzt auch direkt in den Nahkampf. Das finde ich stark. Dabei hat sie Pfeile. Es ist nicht... Es ist ein Graus. Wenn es jetzt noch der Jäger stirbt, kriege ich echt einen Anfall. Kannst du nicht mit Pfeil und Bogen auf diesen verfluchten Bären schießen? Musst du da immer in den Nahkampf laufen? Du hast einen Bogen und du hast 20 Pfeile. Bitte. Danke. Es ist fürchterlich. Es ist fürchterlich. Manchmal. So, und jetzt rennen. Rennen. Renn doch! Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Hier nach hinten. Lauf! Lauf doch bitte! Oh Gott. Meine Nerven. Meine Nerven. 6 Minuten Folge und ich bin nervlich schon wieder runter. So, jetzt aber. Komm mit, lieber Bär. So, jetzt schießen die Türme. So, genau, jetzt haben wir es doch. So, dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Wir müssen unsere Mauern reparieren, das passt auch. Turm ist wieder aufgebaut. Hier vorne haben wir noch Lücken in der Mauer. Hier sind überall noch Lücken in der Mauer. Ja, da ist noch einiges zu bauen. Hier ist zumindest jetzt mal angeliefert worden. Okay, hier wird jetzt eine Tür wieder reingesetzt. Das ist erstmal gut. Wir warten jetzt auch auf Händler. Die werden wir auch gebrauchen können. Nahrungsvorräte sind knapp. Ich frage mich, warum eigentlich? Wir haben 40 weniger Leute, als wir bisher hatten. Und da waren die Nahrungsvorräte auch nicht knapp. Das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Naja, wir gucken mal. Wir lassen es mal laufen. Dadurch, wenn jetzt die Türme wieder aufgebaut werden, werden natürlich auch wieder Wachen ausgebildet. Das ist natürlich auch schlecht. Die werden uns nämlich auch abgezogen von den Leuten. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich auf Zuwanderung warten. Wir können nicht viel tun, tatsächlich. Wir hängen ein bisschen in der Luft. Wir benötigen Zuwanderung. Aber hier werden zumindest Waffen hergestellt. Wir haben keine, aber ich hoffe, die Leute hier haben schon. Ja, er hat eine schwere Waffe, er hat eine schwere Waffe. Okay, es sammelt sich, es wird allmählich. Jetzt kommt ein Händler. Da müssen wir jetzt mal gucken, dann brauchen wir hier auch jemand. So, der kauft Töpferware, die haben wir ja noch da vom letzten Mal. Der Rest ist aber erstmal uninteressant und dann verkauft er uns nichts von Relevanz tatsächlich. Das ist sehr schön. Wir haben 100 Werkzeuge. Was haben wir denn so viele Werkzeuge? Okay, der Rest ist interessant. Ich warte erstmal noch, ob ein weiterer Händler kommt. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Vielleicht sollte ich die Werkzeuge hier auch mal eins runterstellen. Oder zwei, dann kommen auch mehr Waffen raus. Wenn wir 100 Werkzeuge haben, das muss ja erstmal eine Weile reichen. So. Und dann hoffen wir auf einen weiteren Händler. Der vielleicht auch für unsere Töpferware ein bisschen mehr bezahlt als er, weil er will nur unterdurchschnittlich bezahlen. Das wäre ein bisschen schade. Beim letzten Händler, den wir verpasst haben, hätten wir 1600 bekommen. Da kam uns aber leider die Invasion dazwischen. Und wenn wir jetzt nur 1000 kriegen, wäre das ein bisschen schade. Aber da kommt ein neuer Händler, ein weiterer. Das wäre schon ganz schön. Was ist das hier eigentlich? Ein Arbeitercamp. Ja, das muss noch stehen bleiben. Wie sieht es eigentlich mit roher Nahrung und Fisch aus? Das geht. Unsere Räucherhütten müssen wir mal weiterlaufen lassen. Hilft nichts. Da kommt der nächste Händler. Wir gucken gleich. Und beten für Zuwanderung. Wir brauchen dringend Zuwanderung. Jetzt. So, der nächste Händler ist da. Kommen Sie ran. Wie sieht es hier aus? Der kauft leider nichts von Interesse. Wir werden ihm 3 Kettenhemden verkaufen. Das sind auch nochmal 1000 Gold. Das ist nicht verkehrt. Und dann verkauft er uns Ziegel. Da werden wir uns ein paar kaufen. Wobei ich aktuell nicht weiß, was ich upgraden möchte.
Was war der Plan als nächstes? Für irgendwas? Ah, die Kaserne, richtig. Wir wollten die Kaserne upgraden, weil das gibt uns zusätzliche Arbeitskräfte, die wir aktuell sowieso nicht haben. Na gut, na gut. Wann geht der erste Händler wieder? In 42 Tagen. Wir warten mal noch ein bisschen ab und hoffen, dass vielleicht noch ein dritter kommt. Ansonsten werden wir den Ton da vorne abgeben. Aber es sieht aktuell nicht so aus. Oh doch, das ist doch ein Händler, oder? Da kommt doch noch ein Händler. Ein dritter. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wichtig. Vielleicht kauft der noch ein bisschen Töpferware. Ich fände es schön. Bevor der andere geht, dann verkaufen wir an den Meistbietenden. So, er müsste jetzt gleich da sein. Dritter Händler, bitte. Da ist er. So, der kauft leider auch keine Töpferware. Der verkauft uns Plattenrüstung und schwere Waffen. Die stellen wir jetzt aber selber her. Das heißt, das ist uninteressant. Okay, wir gehen zum ersten Händler, verkaufen ihm die Töpferware. Hilft ja leider nichts. Sonst hat er nichts von Interesse für uns. Händler 2. Okay, die Dinger sind noch nicht da. Und bei Händler 3 gibt es auch nicht so viel. Oh, Händler 3 zahlt sogar noch viel mehr für unsere Kettenhemden. Das ist ganz schön. Dann kaufen wir ein paar Ziegel. So, dann lassen wir mal weiterlaufen. Jetzt haben wir wieder 100 Ziegel. Jetzt könnten wir auch unsere Kaserne upgraden. Aber wir müssen ja erstmal die ausstatten, die hier jetzt drin sitzen. Das wäre viel wichtiger. Und ich frage mich, wo unsere ganzen Armbrüste eigentlich hin verschwunden. Oh, doch, hier. Er hat eine Armbrust. Er hat eine Armbrust. Es wird. Es wird. Aber die Produktionszyklen sind, glaube ich, verdammt lang von diesen Dingern, ne? Steht leider nicht dabei, wie lange es dauert. Hat im letzten Jahr 3 Stück produziert. Also drei, die machen ungefähr 2 Stück pro Jahr, pro Person. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. So, Ziegel haben wir gekauft. Hat er sonst noch irgendwas von Interesse? Ich würde jetzt tatsächlich, gerade weil wir Nahrungsknappheit haben, nochmal einen Berg Getreide kaufen. Das kostet hier nämlich fast gar nichts. Dass wir weiter Brot backen können. Und dann verkaufen wir ihm hier unsere Kettenhemden. Na, hier. Es gibt nämlich auch nochmal... Huch, Moment. Halt. Warum kann ich ihm die nicht verkaufen? Ach so, er verkauft nur. Ich bin ja ein Blindfisch. Also müssen wir es doch an ihn hier verkaufen. So rum, ja. So, dann haben wir nochmal Geld eingenommen. Und dann ist die Frage... Ja, wir packen noch ein bisschen mehr Getreide drauf. Das ist jetzt, glaube ich, wobei, nee, das lohnt nicht. Wenn, dann kaufen wir lieber noch ein bisschen Räucherfisch. Der erste Händler geht in 15 Tagen. Der hat doch Fisch sehr billig verkauft. Lass uns doch hier nochmal ein bisschen Fisch kaufen. Um das schlimmste Nahrungsloch zu stopfen. So. Das soll es jetzt eigentlich gewesen sein bei den Händlern. Auch der dritte bietet nichts mehr, was interessant für uns wäre. Eisen haben wir genug. Das passt. Jetzt können wir nur noch gucken, ob wir die Händler vielleicht irgendwie gegeneinander... Moment mal, er kauft Leinenware für 20. Die habe ich doch auch schon irgendwo gesehen. Er verkauft Leinenware für 22. Schade. Er verkauft Getreide für 1, aber Getreide kauft niemand. Er würde Seife kaufen für 12 und Kerzen für 15. Hat uns nicht irgendjemand Seife verkauft? Nein. Die kaufen alle nur, ne? Ja. Auch bei Bier lässt sich nichts machen. Nee, sieht nicht so aus. Die Kettenhemden, die er uns verkauft, für 311, kauft der andere für 303. Das ist alles nicht lohnenswert. Nee, da lässt sich nichts mehr machen. Dann können wir den Handelsposten stoppen. Können die wieder abfahren lassen. Da ist nichts mehr zu holen. So, wir gucken mal. Sind die Mauern wieder hingebastelt? Ja, die Mauern stehen wieder. Oh, hier haben wir noch ein Stück vergessen. Das mögen wir bitte auch wieder aufbauen.
Die Mauern sind überall repariert. Ja, die Türme stehen auch wieder, das ist gut. Er findet keine Bögen. Ja, das ist so ein bisschen das Problem, ne? Unsere Bognerei. Eigentlich bräuchten wir längst eine zweite Bognerei. Dringend, ne? Aber mit welchen Leuten, ne? Mit welchen Leuten sollen wir die beschäftigen? Ich bin ja schon froh, dass ich meine Felder halbwegs unterhalten kann. Wir dürfen jetzt nur nicht vergessen, wenn die Bären kommen. So, hier hinten wird hoffentlich mal eine Mauer entstehen irgendwann in naher Zukunft. Das Feld ist jetzt dann bald aufgebaut. Der Zaun ist auch immer noch nicht fertig. Auch das wird noch dauern. Immerhin haben sie die Straße mal gebaut. Das ist ja immerhin mal was. Aber wir sind jetzt ein bisschen zum Zugucken verdammt hier. Aus Gründen, ne? Wir können nicht so viele Leute beschäftigen, wie ich gerne würde. Ich würde jetzt wirklich gerne die Gießereien und die Schmieden vollsetzen mit Leuten. Und auch das, die Rüstungsschmiede. Einfach um hier durchzuproduzieren und unsere Soldaten auszurüsten. Aber wir kriegen es einfach, wir kriegen es nicht hin, ne? Und warum wir solche Nahrungsprobleme haben, verstehe ich auch nicht. Weil wir haben, wie gesagt, viel weniger Leute, die essen müssen jetzt. Und vorher hat es doch auch gereicht. Es ist ein bisschen wild gerade. So, hier wird Käse hergestellt. Okay, hier wurde gemolken. Das passiert also irgendwann im Frühjahr. Das ist schön. Das heißt, hier wird Käse produziert. Ich steck mal... Hat 45 Milch im Lager. Wie viel Milch haben wir denn in Summe? Null. Okay, dann hat sie schon alles verarbeitet. Da reicht also einer. So. Jetzt müssen wir die Sammelhütten umlegen. Das ist auch wichtig, dass wir diese Sachen hier mitnehmen. Wenn wir eh schon Nahrungsknappheit haben, dann holt die ganzen Bären ein. Und dann brauchen wir jetzt auch Leute in den Obstheiden, ne? Es hilft ja nichts. Es hilft ja leider für alles nichts. Wir brauchen auch hier hinten jetzt einen Sammler einstellen für die Bären. Wir müssen für Nahrung sorgen, weil daran fehlt es auch. Es fehlt eigentlich aktuell an allem. Kann man den Obsthain mit nur einer Person betreiben? Oder ist das zu wenig dann? Kriegen die das nicht durch? Wahrscheinlich nicht, ne? Müssen zwei rein. Und jetzt sind die Leute... Ja, wir sind noch auf 42. Wieso sind wir noch auf 42? Okay, die werden jetzt erst eingestellt. Jetzt sind wir auf 40, auf 38, okay. Huiuiui! Aber es bleibt noch weiß. Das ist ja immerhin ganz gut. Nahrungsvorräte knapp. Woran das wohl liegen mag. Okay, vielleicht ist es doch sinnvoll, eine weitere Bognerei zu bauen jetzt. Oder was denkt ihr? Ich weiß es nicht. Wir haben ja aktuell eigentlich nichts zu bauen. Die einzigen Bauaufträge, die aktuell laufen, sind hier noch das Feld und der Zaun. Und dann die Mauer hier oben. Alles andere ist eigentlich fertig. Oder repariert, ne? Der Turm steht auch wieder. Das heißt, aktuell haben wir eigentlich 40 Leute, die sich... Waren es nicht gerade 38? Sind wir da zwei erwachsen geworden vielleicht? Und die haben halt keine Bögen. Das ist ein bisschen das Problem. Wir bräuchten eine weitere Bognerei. Die werde ich jetzt auch bauen. Das hilft nichts, ne? Das hilft leider nichts. Noch ein Bognergebäude, welches wir dann auch upgraden müssen. Das stelle ich auch gleich hier drüben dazu. Das ist ein guter Platz hier. Bretter sind nicht das Problem. Von denen haben wir aktuell genug. Vielleicht nehme ich auch noch zwei aus dem Sägewerk raus. Mal gucken. Vielleicht werden wir auch die Möbelherstellung mal pausieren. Ich weiß es nicht. Wir müssen... Schwer. Schwer. Wir haben zwei Schuhwerkstätten. Schuhe haben wir eigentlich genug. Wo es am Moment eng wird, ist Seife tatsächlich. Okay, da müssten eigentlich wieder mehr Leute rein. Hilfe! Hilfe! Feldfrüchte bereit zum Anbau, das ist schön, da soll aber erstmal niemand arbeiten. Wir machen aber das Ding mal voll.
Also das, die drei Felder sparen wir uns erstmal. Die sind frisch gebaut, da müssen wir dann halt gucken, wie wir es machen. Aber immerhin ist das Feld fertig, jetzt können sie die Zäune noch bauen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir zu mehr Holz kommen. Wobei das Holz sich jetzt auch wieder halbwegs stabilisiert tatsächlich. Die können hier unten weiterarbeiten. Wir hatten ja mal über 900 Holz. Jetzt sind wir auf 500 runter. Das ist halt tatsächlich nicht so viel. Aber die Leute müssen mittlerweile auch ziemlich weit laufen dafür. Eventuell müssten wir vielleicht auch mal das Arbeitercamp verschieben. Hier hinten hat es sowieso schon nicht mehr so viel, muss man ehrlich sagen. Da haben wir schon einiges weggeholzt. Und wie sieht es bei dem hier oben aus? Ja, die müssen jetzt auch schon ein bisschen weiter nach hinten. Die Wege werden länger, ne? Also wir fällen das Zeug schon schneller weg, als es nachwachsen kann. Wahrscheinlich müsste ich dieses Arbeitercamp hier mal, wo ist denn das? Das hier innen. Ich glaube, das wäre mal gut, wenn man das deutlich weiter hier rausschieben würde. Da hat es nämlich auch viel mehr Bäume und Zeug. Das wäre, glaube ich, schon gut, wenn man das Ding mal hier rausbringen würde und es dann ein Wagen das Zeug hier abholt. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Dazu können wir dann diese Straße verbessern. Das muss ja auch erstmal irgendjemand machen. Und dann da eine neue Straße ranhängen. So. Ich glaube, das macht schon Sinn. Mehl haben wir mehr als genug. Die Bäckereien arbeiten voll besetzt, ne? Ja. Wir haben halt ein bisschen einen weiten Weg, leider. Aber auch da können wir recht wenig tun, leider. Wir gucken jetzt erstmal. Das Bogner-Gebäude ist fertig geworden. Das werden wir auch direkt upgraden. Auch das soll... obwohl, nein, das tun wir nicht. Warte. Nein, 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 nein. Wir werden hier tatsächlich, so wie bisher, Bögen und Pfeile herstellen. Und dieses Bogner-Gebäude macht tatsächlich nur noch Armbrüste oder fast nur noch Armbrüste. Und wir werden hier in diesem neuen Bogner-Gebäude Bögen und Pfeile herstellen, so wie bisher. Das brauchen wir gar nicht upgraden. Die kümmern sich um die kleinen Sachen und das Große macht nur noch Armbrüste. So. Wir haben jetzt auch wieder 42. Es werden mehr. Also es sind auch wieder welche erwachsen geworden. Das ist schön. So, das Arbeitercamp hier ist schon weg. Das können sie da hinten wieder aufbauen. Ach so, deswegen sind es mehr geworden, weil die Angestellten im Arbeitercamp jetzt frei sind. Oh, und hier entsteht Mauer. Auch die scheinen wir jetzt allmählich fertig zu kriegen. Da brauchen wir dann auch einen weiteren Wachturm. Irgendwo hier wahrscheinlich. Und dann sind wir fast rum, ne? Einmal noch bis hier und dann noch hier bis zum Fluss. Diese Steine hier, die habe ich auch schon seit Ewigkeiten markiert zum Entfernen. Ich glaube, da kommt man einfach nicht ran. Ich glaube, das ist... Die sind nicht zu fällen oder zu fällen, abzubauen, wegzuklopfen oder wie auch immer man es nennen möchte. Hier ist zumindest die Mauer repariert. Wie ist denn das eigentlich, wenn man diesen Turm upgradet? Der macht dann auch mehr Schaden, ne? Was kostet dann ein Upgrade? Gar nicht so viel. Ja, obwohl, ist so ganz schön teuer, ne? Also wir werden auch 5 Dorfbewohner zugewandert. Das ist perfekt. 3 geboren ist auch nicht schlecht, aber geboren, das dauert ja immer ein bisschen. Zugewandert ist deutlich besser. Weil die sind schon arbeitsfähig, ne? Ja. Angezogen vom wachsenden Wohlstand. Ja, die haben wohl nicht mitgekriegt, was hier in der letzten Folge passiert ist, ne? Das ist ihnen wohl entgangen. Aber gut. Reden wir nicht so laut drüber. Ich versuche es immer noch zu verdrängen. Ich versuche es immer noch zu verdrängen. Da ich die Folge drehe, bevor die Invasionsfolge live gegangen ist, weiß ich auch noch nicht, was ihr dazu gesagt habt. Aber es war schon eine ziemliche Katastrophe, glaube ich. Jetzt stirbt jemand an Altersschwäche. Wie gewonnen, so zerronnen. Ja, das war ein Schuster. Den besetzen wir nach.
Ah, wir sind jetzt auf 46 hoch. Das sieht sehr gut aus. Da können wir auch dann wieder mehr Felder betreiben. Mindestens 3 Stück nächste Saison. Ich wollte ja auch noch die Scheune ausbauen tatsächlich, damit wir mehr Rinder halten können. Das ist, glaube ich, auch gut. Es gibt nämlich wieder mehr Milch und mehr Milch gibt wieder mehr Käse. Das ist alles nicht verkehrt. Oh Gott, und hier ist wieder so eine komische Zaunkonstruktion entstanden. Die haben sich wieder irgendwie verbunden. Wild. Wild. Aber sonst ist... Ja, hier fehlt noch ein Stückchen Zaun und hier fehlt noch ein Stückchen Zaun, aber sonst haben wir's. Sehr schön, da können wir dann in den nächsten Folgen gucken, dass wir die Felder in Betrieb nehmen. Wir brauchen wieder mehr Leute. Und wir sehen auch bei unseren Soldaten, die werden allmählich ausgerüstet. Ja, da hat der Nächste eine schwere Waffe. Es hat aber lustigerweise noch niemand einen Plattenpanzer. Das geht wohl ewigst, ne? Die haben noch nicht einen einzigen, das ist heftig, ne? Die produzieren echt. Ich glaube, die stellen eine pro Jahr her. Wir haben jetzt wieder mehr Arbeiter. Ich glaube, ich werde... Wie viel Eisenbarren haben wir? Ja, ich stecke mal hier noch eine mehr rein. Wir brauchen mehr Rüstungen. Zeitnah mehr Rüstungen, bitte. So, das Arbeitercamp steht wieder. Das ist schön. Jetzt müssen sie nur noch die Straße ausbauen. Aber auch das werden wir noch hinkriegen irgendwann. So, hier ist das Lager voll, weil mit schweren Werkzeugen, ja. Wir stellen jetzt allgemein Werkzeuge her. Wie sieht's? Werkzeuge 101. Das ist immer noch zu viel. Ich nehme Werkzeuge nochmal eins runter. Mehr schwere Waffen, bitte. Und wir haben mittlerweile 11 schwere Werkzeuge. Sobald wir 15 haben, werde ich das auch einstellen. So, und jetzt müssen wir kurz die Sammlerhütten verlegen. Kriegen wir die Kräuter noch mit rein? Ja, so. Auch hier hinten. So. So. Sehr schön. Und ich glaube, die Sammlerhütte hier hinten, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Die müsste eigentlich durch sein, ne? Ja. Und tschüss. Oder gibt es hier in der Nähe noch irgendwo weißen Büsche? Sieht nicht so aus, ne? Nee. Raubtiergesichter, das war wahrscheinlich ein Wolf. Oh, da ist schon wieder ein Bär. Ist das ein Jäger? Nee, das ist ein Arbeiter. Zieht sich zurück. Wo ist ein Jäger? Da liegt ein Toter. Ist da jemand? Ich hoffe, der liegt da nur noch von irgendwann anders. Ich hoffe, das ist der an Altersschwäche gestorben ist. Erma greift an. Okay, sie ist hinter dem Wolf her. Oh ja, lauf Erma. Schnell. Weg da. Bring ihn in die Siedlung. Gott sei Dank haben wir bald eine Mauer drumherum gezogen. Dann haben wir die Bären vielleicht auch ein bisschen besser im Griff. So, es wird geschossen. Ja, jetzt kriegen wir den Bären doch in den Griff, oder? So, Erma kann wieder drauf, ja. Haben wir das auch erledigt? 2 Raubtiere gesichtet. Ah, das ist hier hinten. Das stört mich weniger. Das ist die Jägerin, die hier zugange ist. Da ist ein Wildschwein. So, du ziehst dich jetzt aber nicht zurück, oder? Sammel ein, bitte. Du hast sie doch getötet, wobei sie direkt neben der Wolfshütte steht. Oh, da sind noch mehr Wölfe. Vielleicht hätte sie sich doch zurückziehen sollen. Oh ja, die kommen beide jetzt. Lauf! Oh, nicht wegsterben jetzt. Das könnte jetzt etwas kritisch werden. Oh nein! 4 Wölfe sind vielleicht doch zu viel. Wo ist die? Die Tante wäre da. Kannst du helfen, bitte? Du bist doch eine Wache. Geh da ran. Du hast eine Rüstung an und hast ein Schwert und alles. Du kannst die doch töten. Musst nur treffen, ne? Genau, so. Was macht sie denn? Die schießt mit Pfeil und Bogen. So, okay. Wölfe sind tot. Wer ist das? Das ist die Jägerin. Jetzt kannst du hier Kadaver einsammeln. Haben wir geschafft. So. Da hinten stehen meine Kühe rum. Das ist auch okay. Die Sammelhütte müsste eigentlich jetzt dann auch am Ende sein. Genau. Raus. Mauer.
Mauer dauert, ne? Die Mauer dauert. Ja, aber sonst auch die Straße hier dauert noch. Die müssen noch Bäume, hier werden noch Bäume gefällt. Ah, das ist aber nicht für die Straße, das sind die Arbeitercamp-Leute. Ah, hier kommen sie mit schubkarrenweise Steinen. Oh, nicht schon wieder. Was ist das? Ein Wildschwein. Wer ist sie? Ein Arbeiter. Jetzt ist die Wolfshöhle tot. Jetzt, Oh, Jemine. Hier hinten ist es, wird's allmählich ungemütlich, ne? Na. Oh, tötet das Wildschwein. Danke. Eieiei. So. Okay, hier ist das Lager nicht mehr voll. Die schweren Werkzeuge hat gerade jemand abgeholt. Gott sei Dank. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, ne? Also hier werden jetzt nur noch Armbrüste produziert. Im letzten Jahr produziert 7 Stück. Da geht es jetzt ein bisschen voran. Pfeile müssen wir mal gucken. Ob da, war das 1 zu 3 oder war das 1 zu 4 hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber die müssten mittlerweile alle... Ja, 1, 2, 3, 4 Leute haben Armbrüste. Dann haben 4, 5, 6 Leute schon schwere Waffen. Das ist immerhin gut. Das heißt, wir kommen jetzt immerhin schon mal besser gegen gepanzerte Gegner an. Es wäre natürlich schön, wenn wir selbst auch noch mehr gepanzert wären. Müssen wir mal gucken. Dass wir das jetzt ein bisschen aufgewertet kriegen. Und wir wollen ja dann auch irgendwann die Kaserne einfach mal upgraden. Ich glaube, das können wir so oder so tun, denke ich. Wir müssen sie ja nicht besetzen, aber upgraden ist immer gut. Ich glaube, das machen wir auch. Die hat ja dann auch mehr Schaden und mehr Angriffsreichweite. Auch das wird uns helfen. Wir werden die jetzt über den Winter upgraden, weil viel mehr können wir da sowieso nicht tun. 2 Dorfbewohner zugewandert, 4 geboren. Wir stabilisieren uns. Wir gehen wieder auf 340 Leute zu. Das ist schön. Ich hoffe, es dauert lang bis zur nächsten Invasion. Also... Ich weiß nicht, wie viele Jahre da normal dazwischen sind, aber es könnte eng werden. Ich hole jetzt die Leute von den Feldern noch abschließend. Dann haben wir wieder mehr Arbeiter, die jetzt im Winter Sachen bauen können. Das ist immer wichtig und gut. So. Wird hier noch irgendwo was angebaut? Nein, wir sind eigentlich überall fertig. Ja, da waren auch keine Arbeiter drin überall. Hier auch nicht. Okay, das heißt... Ja, die Felder sind leer. Das ist schön. Machen die Sammelhütten noch irgendwas? Der lagert Kräuter. Das kann er noch fertig machen. Die Obsthütten sind untätig. Das heißt, Obst sind wir schon durch, wie es aussieht. Oh, hier wird noch Obst geerntet. Moment. Nicht, dass wir hier noch irgendwo was haben, aber ich glaube nicht. Die waren beide untätig. Dann lassen wir die mal an die anderen noch ein bisschen arbeiten. Er trinkt Weizenbier, das heißt, er hat offensichtlich auch nichts mehr zu tun und er auch nicht. Dann haben wir die Leute, glaube ich, alle raus, ne? Ja, weitestgehend. Okay. Hier ist noch das Händlersymbol. Da ist aber kein Händler mehr, das ist ein Fehler, das passt aber. Und dann werden wir in der nächsten Saison gucken, dass wir die Felder wieder besser bewirtschaften können. Ja, das heißt, wir schmeißen hier mal den Kompost hin. Haben wir hier hinten zufällig noch Kompost? Oh ja, sehr schön. Das werden wir auf unseren neuen Feldern da hinten machen. Ich weiß nur noch nicht, auf welchem. Ja, das 61er macht im nächsten Jahr auch Roggen. Da wäre es dringend notwendig, dass wir da den Kompost drauf schmeißen. Das da war's, ne? Jupp. So, Dorfbewohner haben keinen Platz, um Rohstoffe zu lagern. Jetzt müssen wir mal ganz kurz noch gucken, als letzte Amtshandlung. Hier ist mehr als genug Platz. Ich glaube, wir haben bei den Stapel... Ne, hier hinten ist auch genug Platz.
Dann fehlt es nur an Leuten, die transportieren. Aber wir haben jetzt 60 Arbeiter, das sollte eigentlich gehen. Dann gehen wir jetzt in den Winter. Er ist untätig. Die letzte Obsthütte. Da liegt noch Obst rum. Das bringt wahrscheinlich auch niemand mehr weg. Das bleibt hier wahrscheinlich einfach liefern, liegen. Liefern. Nehmen wir sie raus, fertig. Dann würde ich sagen, hat unsere Rüstungsschmiede jetzt was produziert? Immer noch nicht. Keine einzige Plattenrüstung. Das ist ja Wahnsinn, wie langwierig dieser Herstellungsprozess ist. Aber dann gucken wir in der nächsten Folge weiter. Nahrung haben wir jetzt wieder einwandfrei, das passt. Wir haben jetzt auch immerhin in dieser Folge fast 20 Leute dazu bekommen. Das ist hervorragend. Ich hoffe, das geht so weiter. Und dann mit Schneefall und einsetzendem Winter verabschiede ich euch ins Wochenende. Wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn wir versuchen, weiter unsere Soldaten aufzurüsten und vor allem unsere dicke Kaserne aufzubauen. Und bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.